Hallöchen, heute hier bei den DM Hall, ne? Spaß. Heute zeige ich euch, was ich mir bei Müller und bei DM gekauft habe. Es sind einige Sachen zusammengekommen, von Feuerzeug bis Strümpfe, aber viel mehr möchte ich auch gar nicht verraten. Ich fange am besten mal an mit ein paar Haarsprays. Und zwar waren bei Müller letzte Woche die Haarsprays von Taft im Angebot. Da habe ich mir gleich mal 3 Stück mitgenommen. Ich mag das Grüne ja sehr gerne, das Klassische. Und dachte, ich probiere jetzt einfach mal ein paar neue aus. Und das Pinke habe ich schon ausprobiert. Ihr kennt bestimmt, also schaut mal auf Instagram, da habe ich ein Bild mit einer Flechtfrisur gepostet. Und da habe ich dieses Haarspray benutzt, weil ich es einfach schön finde, wie die Haare ein bisschen mehr glänzen, wenn man eine richtig schöne Frisur hat. Und dieses Haarspray bringt die Haare wirklich schön zum Glänzen. Also nicht, dass man meint, oh, die Haare sehen dann aber fettig aus, sondern einen richtig schönen Glanz, als würde man gerade vom Friseur kommen. Also das gefällt mir schon mal richtig gut. Und das Haarspray nennt sich Color Haarspray 10 Karat Glanz und UV-Filter. Kann ich schon mal sehr empfehlen. Die anderen 2 muss ich noch ausprobieren. Das türkisfarbene ist für ultra starken Halt. Und das Schwarze ist für Power halt, also ich gehe mal davon aus, auch für Volumen, Kaschmir gleiche Geschmeidigkeit. Also dass es auf jeden Fall die Haare nicht so verklebt. Das hat mir auch an dem grünen Haarspray sehr gefallen und die haben jetzt alle nur, ich glaube, 1,50 Euro oder 1,30 Euro gekostet. Auf jeden Fall waren sie sehr günstig. Bei DM habe ich mir ein Feuerzeug gekauft. Denn ich brauche unbedingt jetzt ein Feuerzeug in meinem Zimmer wegen meinen Kerzen, weil ich doch ich möchte es nicht verraten, schaut euch einfach meinen letzten IKEA-Haul an, dann wisst ihr, was ich meine. Und dafür brauche ich auf jeden Fall ein Feuerzeug und fand es ganz praktisch, dass es sich so verbiegen lässt. Und gerade dafür ist es einfach sehr praktisch, wenn es sich biegen lässt, wie schon gesagt. Also das gab es bei DM und hat, glaube ich, 2 Euro gekostet und ich fand die Farbe ganz schön in Mint. Bei DM gab es noch im Angebot ein paar Kerzen, passend für meine IKEA-Idee sozusagen. Einmal habe ich eine große orangefarbene gekauft für 95 Cent und 2 kleine, eine grüne für 35 Cent und eine lilane. Ja. Ein paar bunte Kerzen, also für die Idee, finde ich, ist es egal, welche Farben die Kerzen haben, weil es einfach im ganz viele Kerzen aufeinander, finde ich, stört es gar nicht, wenn die bunt sind, weil das wirkt einfach richtig schön, wenn sie dann angezündet sind. Bei DM habe ich mir noch Feuchttücher gekauft, endlich mal. Wer kennt es nicht, man ist unterwegs und man braucht jetzt unbedingt, also man müsste eigentlich die Hände waschen, aber es ist jetzt gerade keine Toilette oder ein Waschbecken in der Nähe und da finde ich, sind die Feuchttücher immer mal ganz praktisch, wenn man dann die Finger voll hat, besonders wenn man dann im DM war und hier so 1000 Lippenstifte und Lidschatten auf der Hand geswatcht hat und einfach diese Kosmetiktücher nicht ausreichen. Wem geht's genauso? Also ich mache das, ich versuche es dann immer wegzurubbeln und am Ende bleibt dann doch hier so ein Rest und wenn man dann einen Termin hat und das jetzt nicht so gut kommt, wenn man die ganzen Finger voll sind, sind auf jeden Fall diese feuchten Tücher sehr praktisch. Die haben auch, glaube ich, nur nicht mal 2 Euro gekostet. Bei Müller habe ich mir endlich den Du-Wimpernkleber gekauft, von dem viele YouTuber schwärmen. Ich trage wahnsinnig gerne künstliche Wimpern bei Events oder bei Feierlichkeiten. Und bei mir ist immer das Problem, ich kann eigentlich schon ganz gut mit diesen Beilagekleber nenne ich sie jetzt einfach mal, die einfach schon mit dabei sind, gut umgehen. Aber nach einer Zeit, wenn man tatsächlich stundenlang diese Wimpern trägt, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, die lösen sich. Und ich habe jetzt einfach die Hoffnung, dass bei diesem Duo-Kleber, die den ganzen Tag richtig fest halten, weil bei diesen Billigklebern ist es immer so, dass die nach einer Zeit einfach auf den echten Wimpern total aufliegen und die Augenlider werden total schwer und es ist echt unangenehm. Also ich hatte das letztens, dass ich, in einem Lokal war und da war jetzt nicht das beste Licht und ich hatte auch keine Brille an und dann war das so schwer auf den Lidern, dass ich einfach schlechter gesehen habe
Und das hat mich sehr genervt. Und ja, deshalb probiere ich den mal aus. Und der hat 10 Euro gekostet. Ein Must-Have ist einmal der Augen-Make-up-Entferner. Der ist ölhaltig. Den hat sich meine Mama nochmal mitgenommen. Ich benutze inzwischen das Bioderma, was ich euch schon Anfang des Jahres in meinem Sephora-Haul gezeigt habe. Ja, aber den nimmt meine Mama immer mit, wenn wir zu DM gehen. Und ich benutze den nicht so gerne, weil ich einfach ölhaltige Produkte nicht so mag. Weil dann fühlt sich die Haut immer so fettig an. Und das mag ich überhaupt nicht. Ja, aber trotzdem wollte ich es mal zeigen. Den kennen ja bestimmt viele. Und einen Nagellackentferner. Die haben auch die Verpackung geändert. Ich finde, die sieht viel schöner aus als vorher. Ja, fruchtig frischer Duft steht hier drauf. Naja, es riecht eigentlich wie immer. Etwas außergewöhnlich für einen DM-Haul sind diese Strümpfe, die ich mir gekauft habe. Die waren im Sale. Mir haben einfach die Farben ganz gut gefallen. Rosane und so Türkis-Mintfarbene. Baumwollstrümpfe für 1,50 Euro kann man nicht sagen und die kann man ja immer mal brauchen. Deshalb kamen die auch noch mit. Bei Müller habe ich mir endlich ein Produkt gekauft, das ich mir schon sehr lange kaufen wollte. Bin aber immer daran vorbeigegangen, weil es doch einen stolzen Preis hat, für das ich es noch nie ausprobiert habe oder auf YouTube auch wirklich fast gar nicht gesehen habe. Und da bin ich dann immer so ein bisschen vorsichtig und überlege erstmal. Und das gab es letzte Woche im Angebot und da dachte ich jetzt, komm, ich probiere es mal aus. Meine Mama hat gesagt, sie hatte das nämlich auch schon mal früher und kann es nur empfehlen. Und zwar ist das die Icos oder Icos, wie bezeichnet ihr das Produkt? Die original ägyptische Erde. Und das ist einfach wie eine Art Bronzing-Puder, dass man ein bisschen bräuner, gebräunter aussieht und es verleiht ein bisschen Frische im Gesicht. Und hier steht auch drauf, dass es jetzt neu ist, dass ein Spiegel noch mit dabei ist. Ist auch sehr praktisch für unterwegs. Also ich habe kaum Produkte mit einem Spiegel. Ich habe auch nie einen Spiegel dabei. Ich stehe dann immer da und hier halt mir mein Handy vor mein Gesicht. Auf jeden Fall war das reduziert, ich glaube von 18 Euro auf 14 Euro. Mein nächstes Produkt ist eine große Hoffnung für mich, denn ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn ich mir die Zähne putze und aus Versehen die Zahnpasta schlucke. Das ekelt mich so an. Ich finde es grauenhaft. Ich kriege dann schon Würgereiz, weil ich das einfach total hasse einfach. Und ich mag auch diese künstlichen Pfefferminz-Geschmäcker nicht. Also ich mag grundsätzlich Pfefferminz, ich esse auch After Eight, aber ich mag überhaupt nicht die Konsistenz von Zahnpasta und dann noch dieses Pfefferminz. Bäh. Naja, aber auf jeden Fall habe ich bei DM eine neue Zahnpasta oder Zahncreme gekauft bei den Reisegrößen, weil ich dachte, wenn sie nicht schmeckt, dann ist auch nicht schlimm. Das ist die Sensodyne Pro Schmelz, die tägliche Zahncreme. Hier steht drauf, zur Zahnschmelzhärtung, zur schonenden Pflege, gegen Schmerzempfindlichkeit. Also hier stand jetzt auch zumindest mal kein Pfefferminz drauf. Also es könnte sein, dass sie geschmacksneutral ist. Ich hoffe es auf jeden Fall. Hier sind auch nur 20 Milliliter drin. Und wie gesagt, die kleine Größe nicht zum Reiben, sondern einfach nur, um sie auszuprobieren, falls sie nachher nicht schmeckt. Aber schreibt mir auf jeden Fall mal, habt ihr auch so ein Problem mit Zahnpasta? Also ich finde das einfach total unangenehm. Gesundheit! Ich mache sofort weiter mit ein paar Nagellacken. Da habe ich 2 bei DM gekauft. Ich bin so glücklich, dass ich diesen Nagellack gefunden habe. Fiji ist der Essie-Nagellack aus dem Sommer. Und den gab es Anfang des Jahres wieder. Und ich habe natürlich die Chance verpasst. Es waren überall die Nagellacke in der Farbe Fiji ausverkauft. Und letztens sehe ich in einem DM, stand dieser Fiji-Nagellack. Der war sogar noch 2-mal da. Ich dachte, ich nehme ihn nur einmal mit, weil nachher ja, trage ich ihn nicht so oft oder die Konsistenz gefällt mir nicht. Und ich habe ihn auch ausprobiert und ich muss sagen, die Konsistenz ist nicht so gut. Der ist richtig schwierig beim Auftrag. Also er ist sehr streifig im Auftrag und das stört mich schon sehr, weil es einfach nicht schnell geht mit diesem Nagellack. Und dafür kostet der auch 8 Euro und das ist dann natürlich schon ein bisschen schlecht für diesen Preis. Aber ich habe noch einen Nagellack gefunden aus der Oktoberfest-Serie. Da ist nämlich noch ein Anstecker dabei
aus Stoff und da steht Schatzi drauf, ist richtig süß. Also wer zum Oktoberfest geht, kann sich das super ans Dirndl machen. Und die Farbe hat mir sehr gut gefallen, das ist ein richtig schönes Rosa und die Farbe heißt auch Schatzi. Und bei Müller habe ich einen Sally Hansen Nagellack gekauft, der war nämlich im Angebot und mir hat die Farbe einfach sehr gefallen. Schaut euch diese Farbe an, ist sie nicht wunderschön? Das ist die Farbe 705 Rube Red. Ich finde, das Rot ist einfach sehr besonders, weil es auf der einen Seite rot ist, aber es geht in die bräunliche Richtung, hat aber noch so einen leichten orange-rostfarbenen Einschlag. Also mir gefällt das sehr gut, diese Farbe. Aber ich muss dazu sagen, dass dieser Nagellack sich nicht mit dem Essence Topcoat verträgt. Das hinterlässt dann so ganz komische Streifen auf den Nägeln. Also das funktioniert nicht mit jedem Topcoat. Mit dem Essie Topcoat hat es wunderbar funktioniert. Aber die Farbe, wow. Also das ist eine richtig schöne Herbstfarbe auf jeden Fall. Schreibt mir auf jeden Fall, welches Produkt euch am besten gefallen hat. Hier oben verlinke ich euch mein letztes Video. Das ist ein Herbst-Lookbook. Da zeige ich euch drei schöne Outfits. Hier unten findet ihr mein vorletztes Video, das IKEA-Haul-Video. Dann wisst ihr auch, was ich gemeint habe mit den Kerzen. Ich hoffe, ihr habt alle noch einen schönen Tag und ich freue mich auf nächsten Sonntag. Tschüss!